Der zweite Grund, liebe Geschwister, und ich bitte euch, dass wir heute ein paar Minuten überziehen, weil das Thema sehr, sehr wichtig ist. Der zweite Grund ist die Vernachlässigung. Wie viele Männer vernachlässigen ihre Frauen? Er sieht sie fast gar nicht. Er kommt fast gar nicht zu ihr nach Hause. Er weiß gar nicht einmal, welche Probleme sie hat zu Hause. Wie es ihr geht. Er kriegt nicht einmal mit, wenn sie krank ist. Das ist eine Vernachlässigung, liebe Geschwister. Und so gab es in der Zeit von Omar ibn al-Khattab, als er Khalif war, eine Gegebenheit, wo es heißt, Kharaja Omar radiyallahu anhu wa arda layla. Eines Nachts ging er heraus, radiyallahu anhu wa arda, und er war in Al-Madina, um nach dem Rechten zu schauen, damit er guckt, wie der Zustand der Muslime ist. فَمَرَّ عَلَى إِمْرَأَةٍ وَهِيَ فِي بَيْتِهَا تَقُولُ. Dann kam er an dem Haus von einer Frau, die sagte, höre, und sie hat ein Naschid gemacht in dieser Zeit. Sie sagte, تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلِ تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلِ وَسْوَدَّ جَانِبُهَا وَطَالَ عَلَيَّ أَلَّا خَلِيلَ أُلَاعِبُهَا فَوَاللَّهِ فوالله لولا الله عز وجل او لولا خشيه الله عز وجل لحرك من هذا السرير جوانبك. الله اكبر. Er kam an ihr vorbei und er hörte, wie sie sagte, in ihrem Haus, passt auf, nicht draußen, in ihrem Haus, sie sagte, die Nacht ist lang geworden und die Nacht ist auch sehr dunkel und ich habe nicht meinen Partner zum Spielen. Und wäre nicht dort Allah, würde ich nicht Allah fürchten, so würde das Bett unter mir beben und jeder versteht, was ich meine. Was sagte sie? Laulallah, wäre Allah nicht da. Was hat sie davon abgehalten? Deswegen sagen wir zu der Schwester, auch wenn dein Mann dich vernachlässigt und er wird zur Rechenschaft gezogen, so darfst du nicht etwas tun, womit du ihn verrätst. Diese Frau, was hat sie daran gehindert, verräterisch zu ihrem Mann zu sein? Nur die Furcht vor Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Was hat